Dimitri Oberlin, wir sind im Cup eine Runde weiter. Bei dir läuft es. Du hast auch heute das entscheidende Tor geschossen. Wie fühlst du dich im Moment? Ja, ich fühle mich sehr glücklich. Das war ein sehr schwieriges Spiel heute. Wir wissen, dass im Cup immer so schwierig ist. Aber wir sind alle froh, dass wir weiter sind. Du bist im Sommer nach Basel gekommen, bist sehr gut gestartet, schießt ein Tor nach dem anderen. Was bedeutet dieser Start der Saison für dich persönlich? Ja, ich bin sehr froh. Ich denke, Training nach Training, Woche nach Woche arbeite ich gut. Und ja, ich habe alles Unterstützung von der Mannschaft, von die Staff auch. Das hilft mir sehr. Und ja, es macht mich einfach froh und ich möchte weiterarbeiten. Ja, es ist sicher noch wichtig, vor der Halbzeit auch noch das 1-1 zu machen. Wir haben dann auch besser gespielt in der zweiten Halbzeit. Dann nach dem 2 hat man gemerkt, dass wir ein bisschen müde geworden sind. Es ist halt auch so, dass wir heute viele Spiele auf dem Platz haben, die noch nicht so oft gespielt haben wie andere. Aber ich denke, schlussendlich ist es halt ein Cup-Spiel und ja, haben wir es zum Glück über 3 gebracht und 2 gewonnen und sind in der nächsten Runde. Du hast gesagt, ein Goal bist abgeschossen worden, aber ich nehme mal ein Goal, das nimmt man immer, egal wie es entsteht. Ja, sicher. Ich denke, vielleicht hat es so etwas gebraucht, dass mein erstes Goal das auch so wird. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück und es wird zu einem weiteren Goal kommen. Aber ja, eben, wie gesagt, schlussendlich bin ich auch vorne in der Mannschaft können helfen. Es hat am Schluss im Köpfe kommt so vor, dass man gewinnt. Das ist heute passiert. Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Mannschaft? Ja, ich glaube sehr. Es ist nicht einfach, wenn du alle 3 Tage spielst. Du musst auf 3 Hochzeiten tanzen und einfach überall weiterkommen und gute Leistungen bringen. Und ich glaube, einfach im Köpfe ist wirklich wichtig, dass du auch weiterkommst. Wie ist der Match für dich heute, wieder mal 90 Minuten zu spielen? Ja, es ist natürlich nicht immer einfach, wenn du nicht ganz im Rhythmus bist, aber eben wichtig ist, dass wir den Sieg hier holen. Es ist natürlich auch, wenn du einzeln in den Rückstand gehst, ist es nicht immer einfach, aber wir haben eine schnelle Reaktion gezeigt und das ist sehr wichtig gewesen.